Liebe Zuschauer, ja, eine weitere Reihe von Hallo Meinung, der Mensch. Und heute freut es mich, einen Herrn begrüßen zu dürfen. Es ist Rüdiger Lukassen. Herr Lukassen hat nicht die Vergangenheit, wir haben uns im Vorgespräch unterhalten, nicht Kreissaal, Plenarsaal und nicht Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, sondern verfügt über ein Leben, das sehr berichtenswert ist. Herzlich willkommen bei Hallo Meinung, Herr Lukassen. Schönen Dank, Herr Weber. Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf. Sehr gerne. Herr Lukassen, Sie waren aus Ihrer Reputation, Sie waren lange Zeit bei der Bundeswehr. Wenn Sie unseren Zuschauern doch mal berichten würden, wie da Ihr Werdegang war. Ja, sehr gerne. Also nach dem Abitur bin ich zur Bundeswehr gegangen und habe mich dort verpflichtet, bin Berufsoffizier geworden und habe in der Bundeswehr eine, ja, wunderschöne Zeit gehabt, in der ich unserem Land dienen konnte. Ich habe die ganz normale Offizierausbildung gemacht bei der Heeresfliegertruppe und bin dann ins Studium gegangen an die Universität der Bundeswehr in Hamburg, habe Wirtschaftswissenschaften studiert mit Abschlussdiplom Kaufmann, bin dann in die fliegerische Ausbildung gekommen, was natürlich ganz toll war. Hinter mir sehen Sie ein Foto, das war mein Abschiedsflug gewesen auf Kampfhubschrauber. Ich bin 28 Jahre geflogen, aber bezeichnend für meine Laufbahn war sicherlich meine Ausbildung zum Generalstabsoffizier und dann natürlich die entsprechenden Verwendungen, so die Führungsverwendung auf der einen Seite. Ich war auch Kommandeur in einem Kampfhubschrauberregiment, als natürlich Stabsverwendung auf der anderen Seite im Bundesministerium der Verteidigung oder bei der NATO. Und 2006 bin ich dann nach rund 34 Jahren auf eigenen Wunsch früher aus der Bundeswehr gegangen, um noch was anderes zu machen. Und dann sind Sie nach der Bundeswehrzeit, was haben Sie dann gemacht, Herr Lukasen? Ja, ich habe, sag mal, animiert durch meine Frau, die in der freien Wirtschaft als Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin tätig ist, wollte ich auch gerne nochmal als Diplom-Kaufmann auch in die freie Wirtschaft und habe, nachdem ich aus der Bundeswehr herausgegangen bin, als Oberst im Generalstab, dann eine eigene Firma gegründet mit Sitz in Bonn, eine GmbH, die sich mit der Konzeption von Ausbildungseinrichtungen und Ausbildungskonzepten für Streitkräfte weltweit beschäftigt hat und hauptsächlich mit simulationsbasierter Ausbildung. Denn Simulation in der Ausbildung, das ist auch mein Schwerpunkt gewesen in den letzten Jahren meiner Verwendung in den Streitkräften. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann erübrigt sich sicherlich die Frage, dass Sie mit beiden Beinen auf der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik stehen. Ich sitze nicht umsonst neben Schwarz-Rot-Gold. Das hat mein Leben geprägt, seit ich 1951 in Norddeutschland geboren wurde, aufgewachsen bin, bei der Bundeswehr gewesen bin, aber genauso wie auch eben halt 11 Jahre lang meine Firma gehabt habe und dann mich 2015 entschieden hatte, noch was in der Politik bewirken zu können für unser Land, wieder für unser Land und damit Symbol Schwarz-Rot-Gold. Denn ich war vorher nie politisch aktiv gewesen in dem Sinne, dass ich Mandat hatte oder ein Amt hatte, geschweige denn einer Partei angehört habe. Und insofern kam, als ich mich 2015 dazu entschied und ich das Portfolio an Parteien mir nochmal genauer anschaute, für mich auch nur die AfD in Frage. Liebe Zuschauer, jetzt habe ich mich im Vorfeld ja mit Herrn Lukassen doch beschäftigt, habe mir Reden angehört und ich muss eines sagen, und deshalb ist Hallo Meinung ja ein authentisches Unternehmen, ein Medienunternehmen. Salopp gesagt, solche Leute gefallen mir. Da steht auf der Stirn werteorientierter Mensch und das geht irgendwo, geht es für mich verloren. Je mehr ich in die Landtage und den Bundestag hineinschaue, desto mehr habe ich dort das Fraktionsdenken, desto mehr habe ich wirklich Leute dann sagen, was will der mir eigentlich erzählen? Was hat Sie dann bewogen, in die Politik zu gehen, Herr Lukassen? Wenn Sie gestatten, dass ich dann auch noch mal kurz ausholen darf zu meinem Leben. Ja. Gerne, Entschuldigung, ja, selbstverständlich, ja. Um genau darauf hinzuführen, was Ihre Frage auch beinhaltet, Herr Weber. Ich bin in den 50er Jahren schon geprägt worden durch meine Eltern, durch die Familie
Also das, was man typischerweise Erziehung nennt, was mit, für mich überhaupt kein Begriff ist, der der schwarzen Pädagogik entspricht, sondern Erziehung gehört genauso dazu wie Ausbildung. Mein Vater ist Wehrmachtssoldat gewesen, Berufssoldat, schon Ende der 20er Jahre in 100.000 Mann hier eingestiegen und war mit Kriegsende dann wie viele dieser Generationen, Jahrgang 10 in Kriegsgefangenschaft. Also geprägt durch eine Zeit, eine ganz andere Zeit, als der wir sie heute erleben. Aber was ich besonders bezeichnend bin und fand und wofür ich meinem Vater heute noch dankbar bin, er hat mich nicht geprägt oder erzogen im Rückblick auf seine eigene Vergangenheit, sondern auf das, was wir in Deutschland nach dem Krieg vorgefunden hatten und welche Möglichkeiten wir hatten mit dem Wiederaufbau. Und in diesen Wiederaufbau bin ich hineingewachsen, in den 50er und 60er Jahren, habe feststellen können, was ein Staat, was eine Regierung, die dem Wohle des deutschen Volkes dient, auch für die Menschen leisten kann. Ich habe meinen Beitrag für das Land geleistet und ich habe viel von diesem Land bekommen. Und um das auch noch wiederzugeben und den jetzigen Generationen zu ermöglichen, bin ich in die Politik eingestiegen. Denn das findet in unserem Deutschland ja nicht mehr statt. Diese Regierungen arbeiten ja nur noch auf sich, aber nicht auf Weitsicht. Es ist nichts zukunftsorientiert, sondern es werden nur noch Probleme abgearbeitet. Und das ist nicht eine Politik zum Wohl des deutschen Volkes. Und das möchte ich noch einbringen. Meine Erfahrung, mein Wissen, um möglichst für nachfolgende Generationen auch Politik gestalten zu helfen. Ein Aspekt, den es zu unterstreichen gilt. Sie sind erfahren, was die Bundeswehr angeht, in sämtlichen Bereichen. Kram Kammbauer, und das ist jetzt eine Frage, die ist auch nicht vorbereitet. Ich habe Kontakt zur KSK, ich habe verschiedene andere Kontakte. Die Menschen, die in der Bundeswehr sind, sind nicht froh. Die sind sehr unzufrieden. Wir hatten ja vorher Frau von der Leyen und dann Kramp-Karrenbauer. Wie kommt es bei Ihnen an? Ich meine, Sie sind wirklich ein Mensch, der erfahren ist, der sich für unser Land zum Wohle des Landes mit einsetzt und auch ständig in der Neuzeit denkt. Aber wie kommt es bei Ihnen an, dass wir so eine Verteidigungsministerin haben? Ja, es ist schlimm für unsere Truppe und letztendlich dann auch für die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes im Bündnis. Und es fängt immer wieder dort an, wie bei allen bisherigen 15 CDU-Verteidigungsministern, aber auch bei den beiden Frauen, die zuletzt oder jetzt das Amt innehaben. Man muss nicht unbedingt Soldat gewesen sein, um Verteidigungsminister zu werden. Aber man muss ein Verständnis haben für die Besonderheit der Truppenführung. Denn kein Ressort wird so geführt wie das Verteidigungsministerium, wenn der Minister nämlich gleichzeitig Inhaber der Befehls- und Kommandogewalt ist. Und da müssen wir uns einfach mal vor Augen führen, was das bedeutet. Das bedeutet die höchste Führung, aber unmittelbare Führung des Truppenkörpers, der Streitkräfte. Und wenn das, unabhängig ob Frau oder Mann, von Personen wahrgenommen wird, die überhaupt gar keine Affinität haben zum Führen, und ich sage immer, es kann nur derjenige führen, der auch selbst mal geführt worden ist, dann stimmt irgendetwas nicht. Und wenn ganz oben etwas nicht stimmt, dann kann auch kein Vertrauen in die Truppe gegeben werden, dann kann auch nicht geführt werden im Sinne der des Auftrages. Das heißt, es werden keine Spielräume gegeben. Und das ist zwingend notwendig für eine so stark durchhierarchisierte Streitkraft, wie wir sie nun mal überall bei Streitkräften vorfinden. Und deswegen kann das nicht funktionieren. Kurzum, wir haben seit langem keine Minister mehr, unabhängig ob Frau oder Mann, die überhaupt ein Verständnis, auch nur den Hauch eines Verständnisses von Truppenführung haben. Und bedauerlicherweise auch keine Generalität, die aufsteht und das entsprechend deutlich macht. Das hat nichts mit Putsch zu tun.
sondern das hat etwas damit zu tun, mit der Verantwortung von Generalen, die diese Ausbildung haben, der politischen Leitung deutlich zu machen, was notwendig ist, um mit Vertrauen und Fürsorge Streitkräfte zu führen. Das heißt doch aber im Umkehrschluss, dass es die Politik durch Moralbegriffe geschafft hat, oder nennen wir mal es NGO oder Stiftung, auch da Einfluss zu nehmen, um halt Menschen mit Charakter, mit Charisma zu schwächen. So sehe ich das. Ich meine, wir sind beide schon ein paar Tage auf der Welt. Es gab ja früher durchaus Menschen mit Rang und Namen, die gesagt haben, stopp, so kann es nicht weitergehen, Dinge aufgezeigt haben. Ist der Einfluss der Politik durch die NGOs und durch Stiftungen so groß geworden, dass auch hier eine Schwächung erfolgt ist bei den Charakterköpfen? Das kann ich bestätigen. Das ist leider so. Und es findet insofern keine, ich sage mal auch kein, es ist kein Biss mehr vorhanden. Verantwortung für dieses Land auch in nachgeordneten Ebenen zu tragen und zu sagen, meine Verantwortung ist nicht nur die, meine Soldaten zu führen, sondern meine Verantwortung ist auch die, der nächsthöheren Verantwortungsebene zu sagen, wo etwas schiefläuft. In den Streitkräften letztendlich auch etwas schiefläuft in diesem Land. Und das findet nicht mehr statt. Es ist ein Wegducken, es ist ein nur noch dafür sorgen, dass man in seinem Aufgabenbereich gerade das Richtige macht, aber auch gar nicht mehr dahin guckt, wenn man mitbekommt, dass nebenan oder darüber etwas schief geht. Und so kann es nicht weitergehen mit unserem Land. Jetzt sind wir beide Menschen, die möchten, dass die Welt befriedet ist, dass wir alle miteinander auskommen. Es ist leider Gottes, hier bleibt der Wunsch der Vater des Gedanken. Es ist leider so. Man muss den Dingen Politik verlangten Realitätssinn, den ich allzu oft vermisse, wie Sie richtigerweise sagen, es wird im Grunde genommen bloß von einer, das wird nicht agiert, sondern es wird reagiert und es wird darauf geachtet, auf die äußeren Einflüsse. Wie gehen Sie damit um, wenn wir aus dem Bereich, die Linken haben eine neue Führung, eine neue Spitze, auch SPD und andere, wenn Sie hören, also das Thema NATO-Verteidigung sollten wir vernachlässigen. Persönlich, der in der Welt ein bisschen umhergekommen ist, halte ich das für eine fatale Entwicklung. Denn eins muss man uns im Klaren sein, nochmal, wir wollen eine befriedete Welt, aber diese befriedete Welt setzt sich nicht damit zusammen, dass wir schwach sind, sondern dass wir sagen, wir haben eine gewisse Stärke. Korrigieren Sie mich, wenn ich etwas falsch in der Annahme ausgedrückt habe. Ganz und gar nicht, Herr Weber. Realpolitik bedeutet auch, verhandeln zu müssen, verhandeln zu können mit anderen Nationen oder mit anderen Organisationen. Und verhandeln, das wissen Sie genauso wie ich auch als Unternehmer, kann man nur dann erfolgreich, wenn man auch eine Position der Stärke hat. Das heißt doch lange nichts, dass man aggressiv sein muss oder dass man polarisiert, sondern dass man seine Position deutlich machen kann. Und dazu gehört auch im Rahmen der Außen- und Sicherheitspolitik auch eine gewisse militärische Stärke dann auch demonstrieren zu können, wenn es notwendig ist. Denn wir haben nun mal leider nicht ausschließlich gerechte Staaten in dieser Welt. Das kann Deutschland nicht alleine und auf absehbare Zeit nicht alleine. Das heißt, Bündnisse sind erforderlich. Und hier ist nun mal mit allen Schieflagen seit 1949 das NATO-Bündnis das erfolgreichste in der westlichen Welt. Und aus meiner Sicht als AfD-Politiker, auch wenn es in der AfD umstritten ist, sind wir gut beraten, in der nächsten Zeit, das heißt auch der Mittelfristzeit, in diesem NATO-Bündnis weiterhin unseren Beitrag zu leisten, aber natürlich gleichsam auch unserer wirtschaftlichen Prosperität, auch unseren Einfluss geltend zu machen. Das Thema NATO, das Thema Bundeswehr-Auslandseinsätze. Wir haben das Thema Afghanistan. Ich hatte einen ranghohen Polizisten, der 2 Jahre in Afghanistan war. Wir haben uns unterhalten, er hat auch ein Interview gegeben. Und es war im Jahr 2020 und er hat einen amerikanischen General gefragt, was habt ihr in 20 Jahren erreicht? Und dieser General hat gesagt, nicht in 20 Jahren, sondern in 20 mal einem Jahr. Das heißt also mit anderen Worten, wir fangen immer wieder von vorne an. Und wenn man die Geschicke jetzt so
aus Deutschland beobachtet, sieht man ja, dass es trotzdem dort immer noch nicht gelungen ist, Bestrebungen entgegenzuwirken. Man spricht jetzt mit den Leuten über eine Situation, über eine Befriedung, die aber Tausende von Opfern gekostet hat und auch Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen. Wie stehen Sie gegenüber den generellen, nicht generellen, aber explizit Auslandseinsätzen, wie wir sie jetzt in Afghanistan haben? Wie stehen Sie dazu? Bei all diesen Einsätzen Ausland aufgrund unseres Parlamentsbeteiligungsgesetzes müssen wir uns immer fragen, was sind die deutschen Interessen? Wenn wir mit Partnern zusammen in einen solchen Einsatz gehen oder die Bundesrepublik Deutschland, dann müssen wir natürlich auch konstatieren, dass die Interessen der anderen Nation vielleicht andere sind als unsere eigenen. Und hier haben wir auch das Recht zu differenzieren und immer wieder zu fragen und immer wieder zu evaluieren, dient das den deutschen Interessen ja oder nein. Und leider ist Afghanistan leider ein Beispiel dafür, wie es nicht funktioniert. 20 Jahre dieser Einsatz und was ist erreicht worden? Das Leid vieler Menschen, nicht nur von Soldaten und nicht nur unserer eigenen gefallenen deutschen Soldaten und ihrer Familienangehörigen, sondern was ist erreicht worden? Nichts ist erreicht worden. Mit den Taliban wird verhandelt und die Taliban stehen bereit, wenn die NATO-Streitkräfte oder überhaupt die alliierten Streitkräfte aus Afghanistan abgezogen sind, wieder ihr System auszunehmen. Verhandeln mit den Taliban war nicht erfolgreich. Und was macht die Bundesregierung? Sie verlängert dieses Mandat wieder. Es kommt diese Woche in den Deutschen Bundestag. Am Donnerstag werden wir darüber debattieren. Ich werde für die AfD reden im Deutschen Bundestag zur Verlängerung dieses Mandates und es natürlich auch begründet ablehnen. Ein Jahr, in dem die Schutzmacht der Amerikaner verloren geht. Die deutschen Streitkräfte können das nicht leisten, auch wenn sie mit fast 1100 Soldaten vor Ort sind. Es ist einfach die Frage zu stellen, was machen wir dort? Wir können nicht diese Systeme, diese Kulturen, diese Religion dort einfach ignorieren und meinen, unser westliches Wertesystem dort überzustülpen. Das funktioniert nicht, ganz im Gegenteil. Das bringt noch viel, viel mehr Unruhe in dieses Land, auch wenn wir mit unseren Werten sehen müssen, dass dort eben auch Menschenrechte teilweise auf die Füße getreten werden. Aber wir haben es in 20 Jahren nicht erreicht, das zu ändern. Warum sollten wir das im nächsten Jahr erreichen? Kann man hier die Brücke bauen zu 1990, was den Nahen Osten angeht, den Irak-Einsatz? Denn da begann ja im Grunde genommen die Destabilisierung. Und ich habe selber in Saudi-Arabien gearbeitet. Sie haben eines eben richtigerweise gesagt, zu meinen, wir können mit unseren westlichen Werten dort Einzug halten. Und man sieht ja, dass wir über 70 Jahre nach Kriegsende, was unsere Demokratie angeht, noch viele nicht mit der Demokratie umgehen können, sondern die Betrachtungsweise, die Meinungspluralität abschaffen wollen. Aber die Destabilisierung des Nahen Osten und jetzt der Syrienkrieg währt 7 oder 8 Jahre. Im Grunde genommen hat es menschliches Leid gebracht bis zum geht nicht mehr. Sind da Militäreinsätze, so wie wir es in Irak erlebt haben und so wie wir es im Libanon, im Libyen erlebt haben, hat es nicht eigentlich zu mehr Unruhen geführt, als dass es für die Menschen Nutzen gebracht hat? Richtig, nicht nur zu Unruhen, sondern mehr sogar noch zu Destabilisierung. Ich sage immer, wenn es einen Entwicklungshilfeansatz gäbe für bestimmte Länder, man könnte zum Beispiel über die Sahelzone darüber nachdenken, ob es einen solchen gäbe. Ihn dann diesen Entwicklungshilfeansatz, durch private Organisation oder eben durch staatliche Organisationen geleistet wird, militärisch zu sichern, das wäre vielleicht eine Option, wenn es darum ginge, zum Beispiel auch Migration an der Quelle, an der Ursache zu verhindern oder einzudämmen. Aber militärischer Einsatz, der Brunnen baut, der Schulen baut, ist nicht der originäre Einsatz von Streitkräften. Und wir sollten uns schwer hüten, zu meinen, dass man mit Streitkräften dort
deutsche oder westliche Werte verkaufen kann, vertreten kann. Und Herr Weber, ich habe auch meine Erfahrung. Ich habe mit meiner Firma eine Dependance in Abu Dhabi, in den Vereinigten Arabischen Emiraten gehabt und habe dort mit meinem arabischen Geschäftspartner lernen müssen und gelernt. Ich bin dankbar über diese Erfahrung, wie die Denkweise dort ist. Und das ist nicht unbedingt eine werteorientierte. Wie oft habe ich gehört, und Sie können das sicher bestätigen, Money will tell you. So ist es. Und über eines muss man sich im Klaren sein. Sie haben gesagt, das Thema dort, wo die Herausforderungen sind in den Ländern. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man hinschaut, wo gehen denn die Geldflüsse hin? Und da ist Afghanistan auch ein Beispiel. Wo gehen denn die Geldflüsse hin? Und man sieht, dass die Geldflüsse nur in einem geringen Teil dort landen, wo sie eigentlich hingehen sollen. Und das ist ein Aspekt. Ich habe immer das Gefühl, dass sich viele Politiker, dazu zählt auch Müller, Entwicklungshilfe, moralisch freikaufen wollen. Wir kaufen uns da frei, da fließen halt die Gelder und dann wird halt beschieden. Für mich war erstaunlich, als es um die Verlängerung des Syrien-Mandats ging, dann wurden im Bundestag einige gefragt, sagen Sie doch mal die befeindeten Gruppierungen. Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Und das ist für mich erschreckend. Ich bin selber, wie gesagt, Familienvater. Wenn ich mir überlege, dass man einen erwachsenen Sohn hat und der wird aufgrund eines Mandats in den Irak, nach Syrien geschickt, und die Menschen, die darüber befinden, wissen noch nicht mal, wie die Zusammenhänge sind. Das zeigt mir doch, das zeigt mir eine Moral, die mich sehr befremdet, um es mal vorsichtig zu sagen. Das ist so. Das ist so, dass eben halt diese Bundesregierungen alle Einsätze außenpolitischer Opportunität heraus entschieden haben. Das heißt, wo mussten sie Partner sein? Nehmen wir mal den Einsatz in der Sahelzone, als die Franzosen entsprechende Unterstützung haben wollten. Da ist Deutschland dort mit eingetreten, sowohl mit einem EU-Einsatz als auch mit einem UN-Einsatz. Aber doch nicht aus eigenen, also der bundesrepublikanischen Regierung, Erwägung heraus, dorthin zu gehen oder hingehen zu müssen. Und so etwas funktioniert nicht. Sowas kann nicht funktionieren. Und Sie haben recht, Herr Weber, letztendlich ist es zum Leidwesen unserer Soldaten. Nicht mal selbst, wenn sie dort verwundet werden würden oder sogar fallen, sondern sie haben doch überhaupt kein Rational für den moralischen Anspruch, dort vor Ort zu sein. Und wenn dieser nicht vorhanden ist, dort zu sein, den Dienst an der Waffe, gegebenenfalls sogar einen Gegner töten zu müssen, ohne zu wissen, welchen moralischen Wert ich habe, das tun zu dürfen, dann verkommen Soldaten zu Söldnern. Und das sollten wir vermeiden. Das darf niemals die Maßgabe sein für die deutschen Streitkräfte. Jetzt sehen wir hinter Ihnen den Hubschrauber, das Fluggerät. Wie beurteilen Sie denn insgesamt den Zustand, was die Materialausstattung angeht? Wir nehmen außer dem Hubschrauber, wir nehmen Kampfflugzeuge. Wir wissen ja, was das Transportflugzeug angeht von Airbus. Das hat ja lange genug jetzt gedauert. Wie beurteilen Sie denn jetzt auf einer Skala zwischen 1 und 6, wo Schulnote 1 ist die beste, 6 ist ungenügend? Wie beurteilen Sie denn die Materialausstattung der Bundeswehr? Ja, die beurteile ich mit 7, Herr Weber. Leider, ja, okay. Leider ist es so. Hier ist es so, dass die Minister immer nur auf Sicht handeln und Rüstungswirtschaft in so solchen Bereichen bedarf Jahrzehnte. Sie haben Hubschrauber erwähnt. Ich nehme das Beispiel schwerer Transporthubschrauber. Hier war ich schon Ende der 90er Jahre bei der NATO mit beschäftigt. Jetzt haben wir 2021 und müssen erleben, dass eine Vergabe für einen solchen Hubschrauber, den unsere Streitkräfte dringend benötigt, dieser Streit findet vor der Vergabe oder sogar in der nächsten Instanz in Düsseldorf demnächst statt.
weil die Bundesregierungen mit ihren Ministern immer noch nicht weitergekommen sind. Es gibt keine Rüstungswirtschaft in diesen CDU-geführten Regierungen, die über Legislaturen hinaus wirklich durchdacht sind und auch durchhaltefähig sind. Also ich muss ein sehr schlechtes Attest ausstellen. Ich sehe einfach, dass wir immer tiefer in eine Sackgasse hinein geraten, was die Ausstattung mit technologischen State-of-the-Art-Gerät der Streitkräfte anbetrifft, der deutschen Streitkräfte anbetrifft. Und das hat ja nicht nur ein materielles Defizit dann, sondern es hat auch ein Defizit bei dem Einsatzwert der Soldaten. Wenn sie merken, wie abgehängt sie sind gegenüber anderen Streitkräften, was das Gerät, das sie an die Hand bekommen und bedienen sollen, anbetrifft. Ein ganz, ganz schlechter. Vielleicht hat die vorhergehende Verteidigungsministerin die Bestellung auf dem Handy gehabt und mit Löschen der Verbindungsdaten zu den Beratern sind die mitgelöscht worden. Wäre ja eine Theorie. Ne, das also ist, Theorie aus der Praxis kann ich Ihnen sagen. Anderthalb Jahre Untersuchungsausschuss von der Leyen, den ich im November 18 initiiert hatte, hat schon genau das gezeigt, hat gezeigt, wie eben solche Berater Zugang finden, wenn eben der Kopf, wenn der Fisch vom Kopf her anfängt zu stinken, was hier der Fall gewesen ist. Herr Lukassen, zum Schluss des Gespräches, mir liegt sehr viel an der KSK, Kommando Spezialkräfte. Es sind Menschen, die wissen oft nicht, liebe Zuschauer, ob sie von den Einsätzen wieder nach Hause kommen. Das ist wirklich etwas, und wer sich ein bisschen mit militärischer Führung, wer sich ein bisschen mit dem, wie die Zukunft ausschauen wird, beschäftigt, der wird sehen, es gibt zwei Dinge. Es gibt einmal die Cyberattacken, die wir erleben. Die werden immer mehr. Und es wird Kommandoköpfe geben, kleine Einheiten. Diese große Kriegsführung, wie es mal war, wird sicherlich in dieser Form nicht mehr vorhanden sein. Ich finde es schäbig, wie auf dieser Truppe herumgeritten wird. Ich finde es schäbig, wie darauf herumgeritten wird, insbesondere auf der zweiten Kompanie, wenn es dann einzelne Verfehlungen gibt, die es dann gegeben hat. Aber dass man dann Menschen diskreditiert, dass man öffentlich-rechtlich in den Fernsehanstalten zeigt, dort herrscht ja Kameradschaft. Und da muss ich Folgendes sagen, wenn ich jetzt irgendwo in einem Einsatz bin, und ich muss mich auf meinen Partner verlassen können, wenn ich dort hineingehe, dass der mein Leben mit schützt, dann entsteht eine Kameradschaft und Verbundenheit. Und sehen Sie hier eine gezielte Stigmatisierung und dass man wirklich sagt, diese Einheit in ein Licht zu rücken? Ich habe Beispiele, wo erfahren wurde, dass Vater bei der KSK ist und die Kinder würden gesagt, dein Vater ist ein Mörder. Also ist das eine bewusste Vorgehensweise, um hier wirklich ja Dinge aufzuzeigen, die sagen, also es ist unehrenhaft, in dieser Truppe zu dienen? Also zunächst mal, Herr Weber, ich gebe Ihnen vollkommen recht. In einer solchen Truppe, die im Einsatz in kleinen Gruppen oder in Gruppen auf sich gestellt ist, müssen Tugenden gelten, wie Kameradschaft. Einer muss sich auf den anderen verlassen können, sonst funktioniert das nicht, sonst hat diese Truppe keine Kampfkraft und keinen Einsatzwert. Und das wird in der Tat mit Füßen getreten. Zweierlei stelle ich dabei fest. Das eine ist reine Unwissenheit. Also bei den Maßnahmen von Frau Kramp-Karrenbauer, die zweite Kompanie des Kommando Spezialkräfte aufzulösen und dann noch zu sagen, ich stelle euch jetzt unter Bewährung. Wir beide wissen, Bewährung ist auch eine Strafe. Das war demoralisierend. Und hier war sicherlich Unwissenheit von der Ministerin, gleichzeitig aber natürlich entweder Beratungsresistenz oder fehlende Beratung durch die Generale der Fall. Und das andere, was ich feststelle, ist eben die ideologisierende Politik der Grünen oder auch der Frau Högel als Wehrbeauftragte, die da gerade neu war, die meinte, es müssen andere Werte hineingetragen werden. Wir müssen, während die Auswahl stattfindet, auch Fragen stellen nach Klimawandel und dergleichen mehr, um eben halt die Truppe, in diesem Falle KSK,
eben halt auch dichter an die Gesellschaft zu bringen, also eine Verzahnung mit der Gesellschaft herbeizuführen, um sie eben halt auch von dem vermeintlichen oder tatsächlich stattgefundenen Rechtsextremismus zu befreien. Beides ist verkehrt, die Ideologisierung, weil sie einfach nicht auf die besondere Tugend einer KSK oder von Streitkräften insgesamt passt, und Unwissenheit, wie wir beide wissen, schützt vor Strafe auch nicht im Falle der Minister. Ja, lieber Herr Lukassen, liebe Zuschauer, es war ein interessantes Interview, und mir als Verantwortlicher bei Hallo Meinung geht es darum, die Menschen aufzuzeigen. Ich möchte mich nicht über irgendwelche Leute unterhalten, die bei uns keinen Platz finden im Interview. Menschen wie Rüdiger Lukassen und andere, Martin Hess, Nicole Höst, finden bei uns Platz und noch viele andere, weil wir die Standpunkte hören wollen. Wir wollen wissen, was vertreten Sie, was haben Sie für Meinungen? Und das haben Sie sehr transparent dargestellt. Dafür sage ich recht herzlichen Dank, und ich würde mir wünschen, dass es nicht das letzte Gespräch ist und dass wir dann mal in hier und da in die Sachebene einsteigen können. Lieber Weber, vielen Dank für diese Gelegenheit, und genauso, ich freue mich auch sehr, wenn wir dieses Gespräch fortsetzen können. Vielen Dank. Herzlichen Dank.